CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Politik hat schnell und hart reagiert, jetzt auch in Maßnahmen der Bundesregierung. Zunächst vor allen Dingen rhetorisch, die ganze Härte des Gesetzes müsse die Straftäter treffen. Ja, was denn sonst? Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Frau Kraft, hat sich eingelassen. Straftäter sind Straftäter, egal wo sie herkommen. In den Fällen, wo die Voraussetzungen gegeben sind, müssen kriminelle Straftäter auch abgeschoben werden. Ja, was denn sonst? Das eigentlich Überraschende ist, dass man das auch noch sagen muss, dass man das auch noch betonen muss. Warum? Warum muss man das eigentlich sagen? Weil es offensichtlich in der Praxis nicht selbstverständlich ist, weil wir eine große Diskrepanz haben zwischen dem geltenden Recht und der Durchsetzung des Rechtes. Und alle gesetzlichen Regelungen, die bestehen und die, über die wir noch sprechen werden, laufen ins Leere, wenn es an dem Willen fehlt, das geltende Recht auch konsequent anzuwenden. Und das ist die Bewährungsprobe, vor der wir stehen. Und Frau Göring-Eckardt, das war schon interessant, dass jetzt die Grünen mehr Polizei fordern. Das war mal anders. Das war mal anders. Ihre Forderung, die in der Sache richtig ist, wäre viel, viel glaubwürdiger, wenn Sie nicht in der Regierungsverantwortung, vor allen Dingen in Berlin und in Nordrhein-Westfalen um das Jahr 2000 herum dafür gesorgt hätten, dass es zu einem massiven Abbau von Polizeistellen gekommen ist. Also wäre es viel glaubwürdiger. Wir können der Polizei nicht immer neue Aufgaben übertragen. Also ich denke, wir sollten uns darauf verständigen, dass diejenigen, die das Wort haben, es auch lassen können. Dass das wehtut, ist mir klar. Das ist mir schon, das ist auch, wissen Sie, Sie sind doch so für politische Korrektheit. Und politisch korrekt ist die Wahrheit. Und deswegen müssen Sie sich das in Ruhe anhören. In Ruhe anhören. Wir können der Polizei nicht immer neue Verantwortung übertragen, neue Aufgaben übertragen, ohne dass sie auch angemessen personell ausgestattet ist. Sie braucht die richtige Personalausstattung, sie braucht das richtige rechtliche Instrumentarium und sie braucht auch die notwendige technische Ausstattung. Lieber Kollege Bosbach, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von Nott zu. Ja, selbstverständlich. Bitte. Geschätzter Herr Kollege Bosbach, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Es ist interessant, dass Sie auf Berlin referieren. Ich glaube, die Grünen haben da vor vielen, vielen Jahren mal für ein Jahr regiert. Aber dass das für Sie eine prägende Erfahrung war, ist auch interessant. Aber mich interessiert eigentlich auch als Vorsitzender des Innenausschusses, der Sie lange Jahre waren, wie sieht es denn mit der Verantwortung der Union aus? Seit über 10 Jahren tragen Sie für die bundespolitische Innenpolitik die Verantwortung. Und jetzt wird es sozusagen neblig und geht nach Berlin ins Jahr 2001. Also wo ist denn die Kompetenzzuschreibung der Union? Sind das nicht die Missstände, die durch 10 Jahre Unionsinnenpolitik verursacht worden sind? Vielen Dank. Ich bin Ihnen für die Frage ausgesprochen dankbar, denn sie gibt mir die Gelegenheit, Ihnen die Kenntnisse zu vermitteln, die Sie eigentlich schon hätten haben müssen, bevor Sie sich für ein Mandat im Deutschen Bundestag beworben haben. Wir haben die Verantwortung für das Bundesamt für Verfassungsschutz, wir haben die Verantwortung für die Bundespolizei, wir haben die Verantwortung für das Bundeskriminalamt. Den massiven Stellenabbau, den es in einigen Bundesländern in der Vergangenheit gegeben hat, hat es im Verantwortungsbereich des Bundes nie gegeben, übrigens völlig unabhängig, in welcher Konstellation die Bundesregierung im Amt war. Im Gegenteil, wir haben sogar einen deutlichen Aufwuchs
der Stellen im Verantwortungsbereich des Bundes. Anders sieht es in dem Verantwortungsbereich der Länder aus. Viele Länder haben Stellen abgebaut, einige haben sogar aufgebaut. Den größten Abbau von Stellen hat es um das Jahr 2000 herum gegeben. Und fast die Hälfte des Stellenabbaus der damaligen Zeit entfällt auf zwei Bundesländer, auf Berlin und auf das Land Nordrhein-Westfalen. Das wollte ich Ihnen nur an dieser Stelle einmal mitteilen. Bei aller Kritik, die es in den letzten Tagen gegeben hat, es gibt überhaupt keine Veranlassung, die Polizei so pauschal zu kritisieren, die in Köln im Einsatz war. Es stimmt, es hat eine Fehleinschätzung der Polizeiführung gegeben. Aber wir sollten uns heute einmal ausdrücklich bei denen bedanken, die in dieser Silvesternacht in Köln und in anderen Großstädten in dramatischer Unterzahl ihren Kopf hingehalten haben, um die bedrohten Menschen, insbesondere Frauen, zu schützen. Was mir in den letzten Tagen viel zu kurz gekommen ist, ist die politische Selbstkritik. Wir müssen uns schon als Parlamentarier, als Politiker selber fragen, ob wir nicht auch durch Tun und Unterlassen einen Beitrag dazu leisten, dass es überhaupt zu diesen dramatischen Vorfällen kommen kann. Die Gewerkschaft der Bundespolizei schreibt am 3. Dezember, ich zitiere, eine Situation, in der die zuständige Grenzpolizei in hunderttausenden Fällen nicht mehr erfährt und wegen politischer Absprachen nicht mehr erfahren kann, wer unter welchem Namen und aus welchem Grunde in das Land einreist, ist mit Blick auf die Gewährleistung der inneren Sicherheit staatsgefährdend. Ein Polizist, der in Köln im Einsatz war, in dieser berühmten Silvesternacht, schreibt, zahlreiche Bürgerinnen wurden nicht von diesen Männern geschützt. Und das hat nicht nur mit polizeilicher Arbeit, sondern auch mit politischen Entscheidungen zu tun, die dazu führen, dass sich in einem bisher unbekannten Ausmaß Männer mit solchem Verhaltensbild in derartiger Größenordnung zusammenrotten. Ende des Zitats. Es ist richtig, dass unser Asylrecht keine Obergrenzen kennt. Unser Asylrecht kennt keine kennt keine Höchstgrenzen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir eine völlig unbegrenzte Aufnahmefähigkeit haben, eine völlig unbegrenzte Integrationskraft. Das gilt weder für die Gesellschaft noch für den Arbeitsmarkt. Je besser und je rascher Integration gelingt, desto eher ist die Möglichkeit gegeben, dass solche Ausschreitungen sich nicht wiederholen. Wir stehen nicht nur vor einer Herausforderung, lieber wir Kollege stehen vor Rosbach. Einer Überforderung unseres Landes. Und deswegen brauchen wir eine politische Kurskorrektur. Diesen Kontrollverlust, den wir seit Sommer vergangenen Jahres haben, müssen wir so rasch als möglich beenden. Und nun hat die Frau Bundesministerin Schwesig das Wort.